Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal mit einem Rezept. Ich gehöre zu denjenigen, die es lieben, nach dem Essen noch was Süßes zu essen oder generell gerne süß frühstücken. Und da habe ich ein super leckeres Ayurveda-Rezept gefunden, das unter Schokolade in Anführungszeichen, also ayurvedische Schokolade, fällt. Es schmeckt so ein bisschen wie Schokoteig mit ein paar Gewürzen drin, aber auf jeden Fall super, super lecker und gesund und proteinreich. Also eine super Alternative für alle unter euch, die auch gerne mal naschen, so wie ich. Genau, dann wollen wir mal nicht so viel drum labern, sondern lass uns in die Küche gehen und zusammen die Schokolade kochen. Wir brauchen Kichererbsenmehl, was ich ganz easy im DM gefunden habe, sowie Mandelmehl, Ghee, also geklärte Butter oder Kokosöl, einen Esslöffel voll. Dann brauchen wir Milch, 50 Milliliter, etwas zum Süßen. Ich habe Agavendicksaft genommen und Kakao sowie Kardamom und Ingwer. Da könnt ihr einfach schauen, wie viel ihr davon nehmen wollt. Wenn ihr es ein bisschen würziger haben wollt, nehmt gerne etwas mehr. Dann brauchen wir einen kleinen Topf, in dem rösten wir das Kichererbsenmehl und Mandelmehl etwas an. Das duftet richtig lecker, finde ich. Passt auf, dass ihr es nicht anbrennen lasst, das heißt die Stufe eher kleiner halten und immer wieder schnell umrühren. Einfach nur eine Minute oder so, also nicht lange. Dann das Ghee mit rein, sowie die Milch. Also in meinem Fall ist es Sojamilch, also nehmt da einfach, was ihr wollt. Und etwas zum Süßen, also hier mein Agavendicksaft. Und dann super schnell verrühren, also beeilt euch da, dass es sich alles schön miteinander vermengen kann. Dann habe ich die Gewürze mit rein vermengt. Ich habe es runtergenommen von der Herdplatte, weil das irgendwie super schnell angedickt ist. Sollte das zu dick flüssig sein, dann immer noch ein bisschen mehr Milch mit rein. Dann sollte eine feste Masse entstehen. Diese Masse, die klebt nicht an den Händen. Das heißt, sie ist richtig wie ein Teig, also sehr teigig. Und lasst diese Masse etwas abkühlen, damit ihr daraus einen Ball formen könnt. Und diesen Ball könnt ihr dann ganz flach drücken. Macht ihn so dick oder so dünn, wie ihr wollt. Und dann lassen wir das Ganze etwas abkühlen, eine halbe Stunde ungefähr, sodass wir es schneiden können. Ihr könnt natürlich daraus auch Kügelchen formen, also ihr müsst es nicht zerschneiden. In meinem Fall habe ich mit einem Messer daraus kleine Vierecke geschnitten und ja, versucht die gleich groß zu machen, auch wenn es nicht wirklich geklappt hat. Am besten, du bewahrst deine Schokolade im Kühlschrank auf und ich würde es innerhalb von 4-5 Tagen verzehren, da es sehr frische Inhaltsstoffe sind. Und ich esse es super gerne zum Frühstück oder auch zum Kaffee am Nachmittag. Und da könnt ihr schlemmen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, aber trotzdem natürlich immer in Maßen genießen.